Dag Leute, Scamheader Jim hier und mal wieder herzlich willkommen auf dem Kanal von Callcenter Crusher. Kurze Kleinigkeit vorweg, in dem heutigen Anruf hatte ich eine wirklich dumme Betrügerin am Telefon gehabt. Also ihr werdet es auf jeden Fall hören, dass sie wirklich dumm ist. Ich glaube sogar so doof, die wird gegen einen Huhn im Tic-Tac-Toe sogar verlieren. Aber ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, sondern wünsche euch viel Spaß beim Video und wir hören uns am Ende nochmal. Ja, hallo, wer ist denn da? Ja, hallo, Herr Betzson. Ja. Es ist Selina Becker da von Guru for Invest. Ah, Grüße. Wir haben jetzt einen Termin. Ja, hallo. Wir haben jetzt einen Termin und ja, Sie haben bei Gasprofit angemeldet. Das könnte ein bisschen kommen. Haben Sie wahrscheinlich Erfahrung mit dem Handel auf dem Finanzmarkt? Ich nicht, aber Sie wahrscheinlich mehr wie ich. Ja. Dann haben Sie, Sie haben Erfahrung, ja? Ich habe nicht wirklich Erfahrung, aber Sie haben die Erfahrung wahrscheinlich. Ja, ich habe auch Erfahrung. Das ist gut, wenn Sie Erfahrung haben, dann... So, da war die Leitung jetzt aber weg. Ja, entschuldigen Sie bitte, es war von meiner Seite. Ah, oh, ich dachte schon. Bitte. Okay, gut. Ja, entschuldigen Sie bitte. Ja, Entschuldigung angenommen. Und wie war diese Erfahrung? Gut, schlecht, oder? Noch gar nicht. Sie noch nicht? Noch gar nicht, wie gesagt. Ich habe noch keine Erfahrung, aber Sie haben Erfahrung. Ach so, okay. Ja. Verstanden. Es ist kein Problem. Wir haben die vollautomatische und ganz kostenbasiertes Robotersystem. Mit diesem Roboter. Was für ein System ist das? Von Roboter, wie KI. Ah, Roboter. Okay, gut. Ja. Sie können mit diesem Roboter von 30-40% Einkommen gewinnen. Mhm. Und Sie können auch mit uns, den Finanzexperten, zusammenarbeiten. Mit uns, den Finanzexperten, Sie können Ihre Einkommen verdoppeln. Ja. Denke ich, interessieren Sie sich zum ersten Zeit über die Roboter, ja? Okay, also Robotersystem ist besser als wie mit dem Berater oder wie verstehe ich das? Ich werde Ihnen ein bisschen erklären. Sie werden immer im Kontakt mit uns, den Finanzexperten. Für Ihnen wird Roboter. Mit Roboter ist es ein bisschen sicherer für Kunden, welche keine Erfahrung haben. So. Mhm. Dann mit Roboter, ja? Ja, ich würde, ja doch, okay. Mit Roboter. Wär für mich besser. Okay, gut. Ich habe an Ihnen schon eine E-Mail gesendet, heißt Einloggen von Selina Becker. Einloggen. Überprüfen Sie bitte Ihr Posteingang. Ach so, ich war schon auf der Plattform. Ich habe mein Passwort schon geändert. Ich wurde automatisch nach der Anmeldung auf die Plattform weitergeleitet, ja. Ach so, okay, gut. Dann ich will Ihnen ein bisschen erklären über unsere Plattform. Wenn Sie auf Ihr Vor- und Nachnamen klicken würden, Sie würden sehen viele Rubriken, am wichtigsten zum ersten Zeit für ihn. Es ist Auszahlungsvertrag. Sie können Ihr Geld in jedem Moment auszahlen auf die normale Bankkonto oder auf die Crypto-Wallet. Haben Sie wahrscheinlich Crypto-Wallet? Nee, habe ich nicht. Ein Bankkonto habe ich. Okay, es ist kein Problem. Wie habe ich schon gesagt, Sie können auf die normale Bankkonto auch Ihr Geld abheben. Mhm. So. Dann die zweite. Es ist Überprüfungszentrum. Im Überprüfungszentrum, Sie können Ihre Dokumente hochladen, für Verifikation ist das. Und im Kontodetails, Sie können Ihr Passwort ändern. Sie haben schon das gemacht. Ich habe mein Passwort schon geändert, richtig. Soll ich Ihnen das sagen oder ja. Nicht? Nein. Okay, ich hätte Sie noch sagen Ihre können. Passwort. Und ja, Sie müssen nicht mehr das sagen. Na, da dann. Dann? Über die Plattform, das ist alles. Zum Einzahlung. Könnten Sie bitte mehr sagen, von welchem Betrag möchten Sie anfangen? Puh, ihr habt doch keine Ahnung, was für Beträge man einzahlen kann. Sagen Sie es mir doch mal.
So, unser Mindestbetrag ist 250 Euro, aber wir haben heute gute Bonus für unsere Kunden. Oh, nur heute oder auch morgen? Heute haben wir. Das ist ja, da habe ich ja Glück. Ja. zum Beispiel, wenn Sie von 300 Euro anfangen würden, bekommen Sie 100 Euro Bonus. Mit dem 500 bekommen Sie 250 Euro Bonus. Wahrscheinlich interessieren Sie sich über diese Angebote oder möchten Sie trotzdem von 250 Euro anfangen? Nee, auf gar keinen Fall, das ist mir viel zu wenig. 500, was wäre die nächste Stufe nach 500? Nächste Stufe, Sie werden mit unseren Finanzexperten. Sie möchten mehr als 500 investieren. Ja, es bringt ja nichts. Wenn ich jetzt mit einer kleinen Summe anfange, dann kriege ich ja keinen Gewinn daraus. Ne? Das sind ja ein paar Centbeträge, die dann sich da wahrscheinlich raus kalkulieren werden. Also so habe ich das gehört. Wer viel investiert, kann auch schneller an das Geld kommen. Also so habe ich das verstanden. Nicht so. Sie werden einen Profit pro Monat bekommen. Und pro Monat, das wird von 30-40%. Aber es kann mehr sein. Okay, also so würde ich sagen, bei 1000 Euro 30-40%, das klingt doch schon mal besser. Das sind 300, 400 Euro. Ja, wirklich also, schön. Also, das klingt für mich wesentlich plausibler, als wenn ich sage, von 250 Euro 30-40%. Das ist wenig. Ja, das ist ungefähr von 75 Euro bekommen Sie pro einen Monat. Ja, das ist ja bei 1000 Euro wären das dann wahrscheinlich 750 Euro. Oder ein bisschen mehr sogar. Ja. Genau. Ja, dann würde ich die 1000 Euro dann bevorzugen. In dem Sinne. Okay, und ja, Sie bekommen einen guten Bonus. Heute für 1000 Euro bekommen Sie die 100%ige Bonus. Das wäre die 2000 Euro. Und ja, mit den 2000 Euro, Sie werden viel Geld verdienen. Das hört sich doch gut an. Das ist doch mal, also für 1000 Euro kriege ich 2000 Euro? Ja. Das ist doch ein super Deal. Da schlage ich doch, ja, mach mal die Hand drauf. Das ist ein gutes Geschäft. Nein, wahrscheinlich haben Sie mir nicht verstanden. Doch. Sie bekommen einen 100%igen Bonus. Ach so. Und insgesamt. Ich krieg nochmal einen Taui wieder. 2000. Insgesamt. Okay, also für 1000 Euro kriege ich einen Taui nochmal extra oben drauf. Ja, und Sie. Das ist gut. Insgesamt mit Ihr Bonus, die wir bekommen. Das sind 2000. 2000 Euro insgesamt das Wert. Das konnte ich gerade noch zusammenzählen. Das ist gut. Das ist eine. Ja, doch. Würde ich machen. Okay, gut. Dann könnten Sie bitte mir sagen, haben Sie Visa oder Mastercard? Keins von beiden. Ich habe eine ganz normale Bank. Eine Banküberweisung. Das kann ich machen. Ein ganz normales Banküberweisung. Genau. Okay. Ja, dann. Ja, kleines Moment bitte. Jawohl, mache ich. Das war ärgerlich. Der ist ja frisch angepflanzt. So, ich bin schon da. Grüße. Wir werden eine normale. hallo nochmal. wir werden eine normale Banküberweisung machen auf unsere Kryptowallet. Wie geht Ihnen das helfen. Denn? Okay, es geht so: Sie werden eine Banküberweisung auf unser Crypto-Wallet machen durch eine Webseite verteilen. Nee. Das machen wir nicht so. Ich möchte einfach nur, dass Sie mir die Bankdaten schicken, zukommen lassen, damit ich von meiner Bank auf Ihre Bank überweisen können und Sie überweisen das auf Ihre Wallet. Ja. Also können wir auch einfach die Bankdaten schicken. Ganz normal, ne, per E-Mail. Mit IBAN, alles drum und dran, Empfängername und sowas. Schicken Sie mir das per E-Mail und dann würde ich das eher darüber, über den Weg machen. Ist für mich einfacher. Ja, okay. Und für das brauchen wir ein bisschen Information für Ihnen. Sehr gerne. Von Ihnen, Entschuldigung. Ja.
So. Wir brauchen Ihre vollständigen Namen, Geburtsdaten, Rechnungsadresse, Betrag im Euro, die Art des Ausweises, also das Foto des Ihres Ausweises für Verifikation. Und einfach Name der Bank, zum Beispiel Sparkasse, Volksbank. Okay, also dann fangen wir mal an. Was war die erste Frage? Erste Frage, Ihre vollständigen Namen. Den haben Sie ja von mir. Den habe ich ja schon eingetragen. Ja. An der Webseite. Ja. Ich sehe das. Ich werde an Ihnen diese ganze Fragen. Machen wir es jetzt lieber. Dann beantworte ich die gleich. Aha, okay. Ich möchte eins sein. Ich möchte aber, wie gesagt, ich bin ja schon richtig heiß drauf. Okay. So, dann Ihr Geburtsdatum. Können Sie bitte mal sagen? Jawohl. Das ist der 13.09.1988. Genau. Okay. Dann Rechnungsadresse. Ja. Das ist der Theresienweg 4C. Theresienweg 4C, ja? 4C. C wie Carla, C wie Christoph, wie Kolumbus. Ach so. Genau. 4C. Wie Cäsar. Wie Cäsar, genau. Nur ohne Ä. Oh. Also ohne Ä, S, E, R. Nur das C. Ja. Okay. Es ist Straßennummer, Postleitzahl. Könnten Sie bitte mehr sagen? Genau, die Postleitzahl. Das wäre die 731. 731. Die 431. 431. Nein, die 4731 wäre das. 4731. Oh, Sie haben mich, glaube ich, nicht verstanden. Ich wiederhole es nochmal ganz langsam. Die 4... Hallo, hören Sie mich noch? Die Verbindung war ein bisschen schlecht. Könnten Sie bitte nochmal wiederholen? Ja. Also, nochmal. Die Postleitzahl brauchen Sie, ja? Ja. Okay, die 21037. 21037. 21037. Ja. 21037. Ja. 21037. Das ist meine Postleitzahl. Gut, okay. Und könnten Sie bitte mir sagen, Ort? Hamburg. Hamburg. Okay. Burg, nicht Hamburg. Okay. Gut. Dann weiter. Betrag im Euro. Ja. Also, ich könnte es jetzt in Kuna sagen. Ich könnte es in Kronen sagen. 1000. 1000. Genau. Es wären in dänische Kronen, wären das 700.000, glaube ich. Oder 70.000, wenn das sind dänische Kronen. Nee, 7.000. 7.000, wenn das sind dänische Kronen, genau. 7.000. Wir brauchen in Euro. Es wird 1.000 Euro. Also, genau. Das wären umgerechnet, glaube ich, 478,73 Yen, glaube ich, wenn das die Umrechnung... Ich weiß es nicht mehr. Ich kenne mich auch gar nicht mit Stadt und Fluss so richtig aus. Ja. Okay. Und könnten Sie bitte mir sagen, Name der Bank? Genau, das ist die, ich weiß nicht, kennen Sie die Bank? Das ist eine Online-Bank, die nennt sich Prima Donna Bank. Prima Donna Bank. Genau, das ist, ja, wie so eine Art, wie kann man das sagen? Ja, so eine
Online-Banks, was Neues halt einfach. Ja. Was geht? Okay. Genau. Wie geht's? Wie steht's? Ah, Bro, Digga, sorry, ich bin gerade im Call, Digga. Ich bin gerade im Scam-Call. Okay, gut. Guck mal, Streamer. Ich weiß nicht, ob die dich hören kann oder nicht. Keine Ahnung, warte mal. Ja, Foto des IS-Ausweises. Oh, da wurde applaudiert. Hab ich was gekriegt? Nein. Es ist, irgendeiner hat... Hat Geld eingezahlt, was er nicht wiederbekommt. Ja. Okay, gut. Dann weiter. Ja, dann weiter. Ja, wir brauchen ein Foto des IS-Ausweises. Ja. So. Das würde ich erst dann, wenn es okay ist, würde ich erst dann schicken, sobald ich die Bankdaten habe. Weil dann kann ich das alles auf einmal machen. Da kann ich bei uns zum DM um die Ecke gehen, das meinen Ausweis abscannen lassen, während ich dann gleich die Banküberweisung gemacht habe. Wissen Sie? Dann kann ich das alles in einem Zug machen. Einverstanden, aber leider nein. Aber wenn Sie einverstanden sind, dann ist es doch ein Ja. Wir machen die normale Banküberweisung nicht durch Quadarion oder Moonpay oder nicht mit dem Karte, ja, nicht immer. Und wir machen die personale Bankdaten für Ihnen von unserer Bank. Ja, aber ich muss ja trotzdem irgendwohin überweisen, ja? Und das ist ja, ich habe ja gesagt, ich möchte ja nicht auf eine Wallet überweisen. Ich möchte ja von meinem Bankkonto auf Ihr Bankkonto überweisen. Ja, das funktioniert ja. So, und dann haben Sie auch Bankdaten, die Sie mir schicken können. Ganz einfach. Und die möchte ich gerne haben. Nee, was heißt, die möchte ich gerne? Die will ich haben. Ja, aber Sie müssen verstehen, wir brauchen diese ganze Information. Wir machen für Sie haben doch jetzt, Sie haben doch jetzt, glaube ich, schon meinen halben Stammbaum, glaube ich, schon gekriegt. Also, das reicht doch an Informationen, ist das eigentlich für mich. Also, meiner Meinung nach. Könnte ich Ihnen noch sagen, wie mein Erstgeborenes heißt, Hund, alles drum und dran, was ich für einen habe? Kann ich Ihnen alles erklären? Okay, und ja, für Verifikation, wir brauchen ein Foto des IS-Ausweises. Und danach, wir können Ihnen. Das kriegen Sie direkt, kriegen Sie direkt, wenn Sie mir die Bankdaten geschickt haben. Dann kann ich zur Sparkasse gehen, zur Primadonna Bank, zur Volksbank, zur Raiffeisenbank, kann überall hingehen, zu jeder Bank, ist mir wurscht. Und kann dann die Überweisung tätigen. Das ist nicht das Problem. Ja, also ich kann dann meinen Ausweis beim Rossmann, kann ich den dann kopieren lassen und kann dann zu jeglicher Bank gehen und darauf eine Überweisung tätigen. Das ist kein Problem, das kann ich machen. Weil ich würde das gleich in einen Zug machen, weil ich habe jetzt keinen Bock, in die Stadt erst reinzugehen, dann meinen Ausweis zu kopieren, dann wieder zurückzufahren, dann wieder das hier schicken und dann wieder in die Stadt reinfahren. Das ist mir ein bisschen zu anstrengend, wissen Sie? Ich würde das gleich mit einem verbinden. Okay. Wahrscheinlich ist das für. Ja, wahrscheinlich haben Sie Foto des IS-Ausweises in Ihr Handy. Nein, habe ich nicht. Oder ich habe kein Foto irgendwas von meinem Ausweis auf dem Handy. Einfach wegen Sicherheit. Sollte man nicht haben. Wahrscheinlich Führerschein und Reisepass haben Sie dabei. Habe ich in meinem Portemonnaie einstecken, richtig, genau. Kann ich Ihnen von mir aus auch noch kopieren. Aber wie gesagt, ich würde es dann in einen Zug machen. Ich würde die Bankdaten, ich würde gerne jetzt dann gleich haben. So, dann kann ich noch in die Stadt reinfahren, kann das noch überweisen. Bis 18 Uhr hat die Bank noch offen. Kann ich da auch direkt, ich kann es auch online überweisen, ist auch kein Problem. Aber ich möchte das gerne alles in einem Zug machen, das ist kein Problem. Na, erstmal ein Bildchen von mir da kopieren beim Rossmann und dann würde ich gerne das mit der Überweisung machen. Damit ich das alles in einem Zug fertig habe. Dann kann ich hier wieder dann zurückfahren, kann dann in meinem Postfach dann das alles reintun an Dateien, die ich da euch schicken muss. Und dann kann ich auch die Überweisung gleich noch hier am PC tätigen. Ja, ich verstehe Ihnen. Also, wenn Sie mich verstehen, dann machen wir es doch einfach so. Sie müssen mir auch verstehen. Ich verstehe Sie ganz schwer. Wir machen für Ihnen...
wir machen. Können Sie ein bisschen lauter reden, bitte? Kunde, wir machen für Kunde, die. Ein bisschen langsamer vielleicht, ein bisschen langsamer reden. Nicht so schnell, ein bisschen langsamer. Wir machen für jede Kunde die personale Bankverbindungen. Mhm. Und für das, wir brauchen Ihre Foto des Ihres Ausweises. Wir müssen Ihnen verifizieren. Langsamer reden. Nicht so schnell. Ich wiederhole. Ja, aber bitte langsamer wiederholen. Reden Sie bitte in dieser Geschwindigkeit, weil das Netz ist ein bisschen komisch. Wir machen die personale Bankverbindungen für jede Kunde. Ja. Und für das müssen wir eine Verifikation machen mit Ihrem Ausweis. Es kann sein, der Reisepass, Führerschein oder Personalausweis. Verstehe ich. Und ohne das, ja. Aber kann ich nicht nachvollziehen. Warum können Sie mir nicht einfach die Bankdaten schicken? Wo ist denn das Problem? Weil wir machen die normale Banküberweisung sehr, sehr manchmal. Und für jeden Kunde, wir machen die persönliche Bankverbindungen. Deshalb. Aber Sie haben doch meine Informationen. Sie haben meinen Namen, Sie haben mein Geburtsdatum, meine Anschrift. So, das reicht doch völlig zu. Mehr steht auf dem Personalausweis auch nicht. Außer mein Gesicht. Und das ist jetzt auch nicht so schön, dass ich das jetzt hier jedem zeigen muss, mein Gesicht. Es ist innere Information. Meine Augenfarbe ist braun. Meine Größe ist 1,94. Ja, wir brauchen nicht das. Wir müssen Ihnen verifizieren. Sie müssen verstehen, wir arbeiten mit Geld. Langsamer reden, bitte. Mit Geld, es ist... Sie müssen verstehen, wir arbeiten mit Geld. Und mit Geld, es ist immer über Verifikation. Wenn Sie irgendwo einzahlen, Sie müssen sich verifizieren. Jetzt können Sie wieder schneller reden. Jetzt höre ich Sie kaum noch. Jetzt können Sie ein bisschen mehr Geschwindigkeit in der Stimme haben. Kein Problem. Okay. So. Es ist über Geld. Und leider, ich habe keinen Einfluss auf das. Auf was? Auf diese Regeln. Ja, wer hat denn Einfluss auf die Regeln? Haben Sie einen Finanzberater gleich da? Irgendwie in der Finanzabteilung? Können Sie mich da weiter verbinden? Mit der Finanzabteilung. Genau, da möchte ich mal kurz verbunden werden, bitte. Kleines Moment, bitte. Supi, danke. Sehr kundenfreundlich, muss man schon sagen. Digga, was zum Fick? Die kann ja nicht mal, also... Hä? Nee, die kann gar nichts. Die ist dumm. Also, was heißt dumm? Vielleicht kernbehindert. Ja, ich höre sie. Ein Glück, dass Sie da sind. Hallo. Also, okay, super. Ja. Ich war weit weg von meiner Kollegin. Ja. Also, ich heiße Eva Kranz, also ich bin von Finanzabteilung. Okay. Sagen Sie mir bitte, was ist passiert? Können Sie mir bitte die Situation beschreiben? Welche Fragen haben Sie? Also, Ivan, und zwar, mein Problem ist, heißen Sie wirklich Ivan oder habe ich das falsch verstanden? Eva, ja, richtig, Eva. Ach, Eva. Ich sage manchmal Eva, so wie es lieber für Sie. Okay, Ivan. Ich habe manche Kunden mit anderer Akzent. Kein Problem, Ivan. Auf jeden Fall, ich habe mit ihrer netten Kollegin geredet. By the way, sehr reizende Dame, wirklich freundlich. Danke. Das Problem ist nur da, und zwar, ich habe es ein bisschen weiter in die Stadt hinein, ja? So, und ich würde gerne die Bankdaten schon, ich habe jetzt meine ganzen Personalien schon euch gegeben. Und ich würde gerne jetzt die Bankdaten dafür kriegen, damit ich muss ja meinen Ausweis kopieren oder meinen Führerschein oder Reisepass, ich habe Ihre Kollegin nicht ganz verstanden, muss ich noch kopieren und zwar kann ich das nur in der Stadt machen, da ich hier keinen Kopierer und keinen Drucker und keinen Scanner habe. Das kann ich nur in der Stadt machen. So, das heißt, ich muss in die Stadt reinfahren, das kopieren, wieder zurückfahren, dann hier das mit
schicken, dann wieder in die Stadt reinfahren und wieder zurückfahren. Und dann wieder in die Stadt reinfahren und dann muss ich dann halt in der Stadt halt wieder dann zurückfahren. Und das ist mir ein bisschen zu viel Weg, wissen Sie? Deswegen habe ich vorgeschlagen, Sie schicken mir die Bankdaten und ich mache das alles auf einem Weg. Kopiere das alles, überweise das Geld, schick einen Zahlungsbeleg und meinen Ausweis. Beziehungsweise Geburtsurkunde, okay. Ich weiß nicht, was ihr haben wollt. Okay, mit Kopie, das ist wirklich ein bisschen kompliziert. Hätten Sie wahrscheinlich die Möglichkeit, das einfach zu fotografieren mit Ihrem Handy? Leider nicht. Egal, ich kann das nicht fotografieren mit meinem Handy, das ist das Problem. Können Sie nicht? Nein, weil okay, das Ding ist... haben Sie eine Freundin mit einem gutes Handy oder... Das Ding ist, mein Handy ist verbunden mit einer Cloud und wenn ich die hochlade, dann geht sie weiter an meinen Bewährungshelfer. Aha. Das ist das Problem. Und der sieht dann das Bild, dass ich das Bild vom Ausweis habe und dann gibt's Ärger. Und das darf ich nicht. Wissen Sie, dann kommt der Bewährungshelfer und gibt mir dann eins auf die Finger. So, deswegen würde ich das gerne einfach kopieren und dann einfach per E-Mail schicken, ja? Aber ich würde das dann gleich in der Verbindung einer Banküberweisung machen. Ja, das habe ich schon mitbekommen, sehr aber gut. Ohne solche Verifizierung dürfen wir nicht. Also ich habe verstanden. Ich habe verstanden Ihre Situation und verstehe sie völlig. Da ich wirklich viele Kunden habe mit solchen Situationen. Also, das ist ganz normal. Aber gut. Auf jeden Fall, ich höre schon natürlich, dass Sie volljährig sind, dass Sie zum Beispiel echte Person sind. Ja, das natürlich auf jeden Fall. Meine Managerin glaubt mir nicht meine Wörter. Also das ist die Regel, die wir ändern nicht können, also leider. Leider können wir nicht. Also falls wir etwas ändern, dann dürfen wir nicht einfach legal arbeiten. Okay, mit der arbeiten wir gerade illegal? Habe ich das verstanden, oder? Nein, warum haben Sie so gedacht? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Illegal kann man kein... Nein, auf keinen Fall. Illegal, das ist schon wie ein Betrug. Sagen ja, wir. Genau. Aber... Ja, illegal, das bedeutet, dass Sie wie, nicht mit volljährigen Personen zum Beispiel arbeiten. Das dürfen Sie. Oder zum Beispiel kein angemeldetes oder vielleicht Money Mules haben, Konten vielleicht von irgendwelchen fremden Personen, die gar nicht so existieren. Oder vielleicht doch existieren, aber die Konten geklaut worden sind. Das ist auch illegal. Und wissen Sie, was auch illegal ist? Nummerspoofing ist auch illegal. Wir arbeiten auf dem ganzen Welt, nicht nur in Deutschland und ach so. Haben solche Dokumente, ja, und wir haben Recht, also solche Sachen zu tun. Wir haben früher mit normaler Telefonnummer angerufen, aber wir haben viele nicht gute Situationen bekommen, sagen wir so. Verstehe. Von unserer Seite haben wir auch viele Anrufe bekommen von minderjährigen Personen, die 13 Jahre alt sind, die... Also aber diese minderwertigen Personen, die haben ja gar nichts im Trading zu suchen, ne, minderwertige Personen. Wie Betrüger oder irgend sowas, ne? Ja, die haben im Das war ein Witz. Ja, achso. Das war ein Witz von also seiner Seite. Ja. Sagen wir. Ja. Sorry. Ist alles normal? Habe ich etwas. Der war gut. War ein guter Witz. War ein guter Witz. Ja. Dankeschön, aber das ist Wahrheit. Ja. Leider, Wahrheit. Wahrheit. Wahrheit ist was anderes. Ein bisschen bei mir, das ist Wahrheit. Genau. Nee, das ist Wahrheit. Das ist manchmal schwierig. Ja, verstehe ich. Und Sie rufen mich auch gerade eben dann aus Großbritannien an. Ist das richtig? Jetzt schaue ich mal. Also. Ja, schau mal kurz die Nummer, welche Nummer das ist. Von meiner Kollegin. Von Großbritannien. Ach, der hat dann Einwegtelefonie. Oh, gut. Also hätte ja sein können, dass sie von mich irgendwo anders aus anrufen, wie, weiß ich nicht, Türkei, Albanien oder Ungarn oder irgendwo hinten da, die Balkanroute, kann ja auch sein. Aber... Ja, aber machen Sie sich keine Sorgen. Großbritannien ist auch gut. Ich mache mir keine Sorgen. In Albanien, okay. wo ist es am schönsten, Ihrer Meinung nach? Nochmal, können Sie nochmal die Frage stellen? Die stelle ich auf jeden Fall. Wo es für Sie am schönsten ist? Okay, was vergleichen wir? Welche Länder? Ihr Herkunftsland zum Beispiel. Wo kommen Sie denn eigentlich her? Von Poland. Polski, oh, kurwa match, power kurwa! Sind Sie seriös? Pinguin? Nee, nein, genauso wenig wie Sie. Ich bin genauso wenig seriös wie du. Ich bin völlig seriös. Also nee, bist du nicht. Ich übernehme einfach Ihre Laune. Nein, bist du nicht. Ich übernehme Ihre Laune einfach. Ja, natürlich. Haben Sie... Ja? Wirklich, ja. Sie sind sehr lustig. Okay. Sie haben auch. Sie mit meinem Kollegen...
Au, Dankeschön. Haben Sie mit meiner Kollegin auch so gesprochen? Und so? Nicht? Oder seriös? Es war ein seriöses Gespräch. Es war ein seriöses Gespräch, aber es hat sich gerade in was anderes verwandelt, glaube ich. Also denke ich mal. Okay. Ist das gut? Also ich denke ja. Ich denke nicht. Es soll nicht nervös sein. Aha, okay. Dann werden wir seriös sprechen. Okay. Wieder back okay. to the business. Okay. Ja, natürlich. Das ist meine Arbeit. Aber nach der Arbeit natürlich können wir weitermachen. Super. Wo treffen wir uns in Polen? Warschau? Ich arbeite jetzt nicht in Polen. Also so. Ich bin dort geboren. Ah, okay. Ja, wo arbeitest du denn jetzt gerade? Befinde ich mich in Großbritannien. In Großbritannien. Okay. Genau, genau. Ah, dann wird ihr ja reguliert von der FCA, oder? Ich habe nicht bestanden. Sie fragen jetzt so über unser Unternehmen. Ja, ja. Sie werden ja reguliert von der FCA, oder? Wir haben eine Lizenzion auf CAC, also Crypto Asset Control. Und das ist also genug für uns. Ja, genau. Das ist aber von der FCA werden Sie reguliert, ist das richtig? Weil Ihr Hauptsitz ist ja in Großbritannien. Wir brauchen keine Regulierungsbehörden. Ach so. Wir haben eine Lizenzion, ja, ein Dokument, aha, das bestätigt, dass wir also in jedem Land also legal arbeiten dürfen. Das geht aber so nicht. Ich kann ja auch nicht im Finanzamt einfach sagen, ja, ich bin jetzt hier ein deutscher Staatsbürger, ich meine, ich gehe arbeiten so nebenbei, nein, aber ich zahle euch nichts ein. Aber ich habe eine Lizenz von der Behörde, ich guck mal nach. Macht ja keinen Sinn. Finanzamt kommt hier, zack, zack, flapsarab, eins auf den Nacken und dann gibt es erstmal eine Anzeige. Wir sind an den zentralen Börsen tätig und das bedeutet, dass wir nicht in jedem Land, in dem wir tätig sind, eine Lizenzion also haben müssen, sagen wir so. Ja, wir haben eine Lizenzion, auf dem Finanzmarkt tätig zu sein. Und das ist also das Wichtigste an unserer Arbeit. Okay? Ja, okay. Und nehmen wir zum Beispiel auch Amazon als Beispiel. Ja, viele Menschen bestellen dort verschiedene Produkte. Aber diese Firma, genau wie Amazon, hat keine Regulierungsbehörde und keine Lizenzen. Aber also Leute trotzdem bestellen etwas dort. Ja. Das ist mein eigenes Beispiel. Ich verwende das immer. Okay, super. Was machen wir dann? Ohne Dokumenten geht es leider nicht. Das sage ich wie Finanzabteilung. Andere Frage, also Sie sind ja gerade in Großbritannien, ist das richtig? Genau. Ich bin ja wirklich ein Fan von Großbritannien, ne? Sie waren dort? Ja, ich war schon mal dort. Am Times Square war ich nämlich dort. Aha, okay. Bei der Golden Gate Bridge. Da war ich schon öfters in Großbritannien. Okay. Ja. Wie spät ist es denn eigentlich bei euch gerade in Großbritannien? Ich lebe dort schon seit einem Monat. Ah, aber wie spät? Das ist schön, dass du da seit einem Monat lebst. Wie spät ist es denn in Großbritannien? Was ist denn der Zeitunterschied hier? Ich muss in meinem Handy also sagen. Jetzt. Moment. Digga. Weil am Rechner habe ich deutsche Uhrzeit. Sagen wir, jetzt ist es 17 so. Uhr. 4 Uhr? Ja. Sehr interessant. Und wo genau in Großbritannien seid ihr denn dann? Wie heißt denn die Straße? 4 Uhr jetzt. 4 Uhr. Okay. Welche Straße? Wo wir uns befinden? Ja, genau. Baker Street wahrscheinlich. Blackfriars Road. Wie? 200. Können Sie es buchstabieren? Sie können das gerne auf unserer offiziellen Webseite sehen. Blackfriars Road in United Kingdom. Genau. Ah, sehr interessant. Und ja, genau. In welchem Gebäude sind Sie dann in diesem ganz großen Gebäude bei der Brücke dann da? Momentchen, wofür stellen Sie solche Fragen an mich? Weil es mich interessieren würde, wo in Großbritannien Sie sind. Weil ich meine, man kann ja auch mal selber vorbeikommen und mal ein persönliches Gespräch mal vielleicht haben, wenn es gutes Geld gibt. Ja, können Sie. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen Sie mal, Sie handeln für mich und ich habe ja mal so meine guten, ja, wenn wir mal so, also jetzt mal ganz niedrig gerechnet eine 500.000 zusammen haben, dann kann ich ja auch mal nach Großbritannien kommen und dann können wir mal uns den Kurs und alles drum und dran an der Tafel und alles drum und dran mal komplett persönlich ansehen, ne? Das ist ja... Wenn Sie wollen, ja, natürlich.
Ja, und also welches okay. Gebäude sind sie dann? Wie heißt es? Blackfriars Road? Oder was? Wie heißt die? Ja, Blackfriars Road. Und die Nummer? 256. 255. Ach, 255. Ja gut, das ist das Gebäude. Ah, das ist die, ich glaube, nebendran ist die Bäckerei, oder nicht? Das ist eine große Gebäude. Wahrscheinlich haben sie alte Bilder. Nein. Große Büro. Das ist mir egal. Was für Bilder? Ich war doch selber in Großbritannien. Ich war an der Golden Gate Bridge, okay, am Times Square. Ich war beim, ja, wie heißt es, beim Madame Tussauds Museum und alles drum und dran. Da war ich schon überall. Okay, super. Ich gratuliere Ihnen. Dankeschön. Und? Deswegen hätte ich ja gesagt, okay, wenn ich da nochmal nach Großbritannien gehe, was ich ja eigentlich mache, ich vielleicht aller zwei Jahre einmal, dann, wie gesagt, würde ich in dem Gebäude mal vorbeigucken und mit Ihnen dann halt noch über weitere Dinge reden, wie zum Beispiel Trading oder was wir verbessern könnten oder wie auch immer. Okay, dann kommen Sie. Sie können kommen und dort auch eine Kopie von Ihrem Ausweis machen. Oder kann ich vielleicht auch, irgendwo nach Kosovo kommen oder sowas? Oder Albanien oder Türkei? Oder dort Ungarn? Dort haben wir keine so Büros. Nein, dort haben wir keine Büro. In Singapur haben wir und in United Kingdom. In Singapur. Wie Sie schon gesagt haben. Okay. Aber Sie kommen nicht aus Polen, weil Polen ist ein anderer Akzent. Wo kommen Sie denn gebürtig? Jetzt nicht verarschen. Wo kommen Sie denn wirklich her? Das würde mich schon interessieren. Sie haben Polen? so ein Polen? Nee, Polen nicht. Können Sie mit mir Polnisch reden? Darf ich nicht? Doch, dürfen Sie. Das dürfen Sie. Ich Sie dürfen. Nicht. Sie haben jetzt die Erlaubnis von Ihrem eigenen Customer, dass Sie mit mir Polnisch reden dürfen. Nein, falls Sie wollen auf Polnisch sprechen, dann kann ich Ihnen also meine Kollegin. Kurwa Matsch. Also, ja, Pidole. Okay, sind Sie seriös? Jetzt nee, genauso wenig wie Sie seriös sind. Ich verarsche Sie doch die ganze Zeit, aber Sie verstehen es irgendwie nicht, oder? Ich bin voll seriös. Ich verstehe nicht. Ach, natürlich sind Sie seriös. Natürlich. Deswegen sind Sie auch in der UK und werden nicht von der FCA reguliert, wo eigentlich jeder reguliert wird dabei. Aber es ist natürlich sehr seriös bei Ihnen alles. Okay, dann stelle ich noch eine Frage. Warum sprechen Sie mit mir dann weiter? Ich weiß nicht, ich fand das Gespräch mit Ihnen sehr sympathisch. Sehr, sehr sympathisch fand ich das Gespräch mit Ihnen. Okay, super. Und? Ich fand es auch lustig zwischendurch. Aha, okay. Fanden Sie es auch lustig zwischendurch? Okay, lassen Sie mich dann meine Arbeit machen. Nee, das will ich doch gar nicht. Ich will doch nicht, dass Sie andere Leute auch noch abzocken. Das reicht doch zu, wenn ich mit Ihnen rede. Nein. Dass Sie ein Scam-Call sind, das wissen wir doch beide. Ja, natürlich. So strunzvoll. Eieiei. Tja, da hat die gute Dame leider aufgelegt. Und nie wieder zurückgerufen. Schade aber auch. Also ich dachte wirklich, dass ich schon Probleme habe mit Stadtlandfluss, aber die Frau hat noch viel, viel größere. Für die es nicht wissen, die Golden Gate Bridge liegt in San Francisco und der Times Square in New York. Naja, weit fern von Großbritannien, aber das kann die gute Dame ja auch nicht wissen, weil die erst seit kurzem in Großbritannien wohnt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst es mich in den Kommentaren gerne wissen. Bedanke mich bei Koys and the Crusher fürs Uploaden des Videos und wünsche euch einen schönen Tag und ganz wichtig, lasst euch nicht abzocken.